Hallo ihr Kekse und hier sind wir wieder zu einem neuen alten Spiel, diesmal mit dem Bezug zur E3, wo Nintendo jetzt das Metroid Prime 4 vorgestellt hat, beziehungsweise angekündigt hat. Dachte ich mir, wir könnten eins aus der Metroid-Reihe nehmen, und zwar Super Metroid. Davon, so sieht die Cartridge aus für das Super NES. Das gab es damals mit diesem wunderschönen Spieleberater, wie ihr sehen könnt. DIN A4 und in Farbe mit Karten und Endbossen und sehr schön anzuschauen. Und das Ganze kam in einer sogenannten SNES Big Box. Leider ist meine nicht so gut erhalten, wie man sieht. Ich habe die leider so bekommen. Da ist es doch eine Preisfrage, ob man die in einem wirklich einigermaßen guten Zustand haben will oder ob man es halt lieber, ja, wie ich, auf den etwas billigeren Weg mitnimmt und halt einfach etwas weniger zahlt, aber dafür halt hinnimmt, dass ja ein paar Seiten geklebt sind und naja, ihr seht es ja selber. Eine schönere Verpackung wäre auf jeden Fall besser gewesen, aber wie gesagt, Modul und Spieleberater sehen halt ziemlich gut aus. Nichtsdestotrotz lese ich euch mal die Rückseite vor. Okay. Super Metroid. Bist du bereit, den Atem der Aliens in deinem Nacken zu spüren? Das ist jetzt gar nicht so einfach, das vorzulesen, weil, wenn ihr das sehen könnt, man kann es ziemlich schlecht lesen, weil es ziemlich abgewetzt ist. Dann zögere nicht und setze deinen Fuß auf Cebes. In den unterirdischen Ruinen längst vergangener Zivilisationen lauern Kreaturen und Gefahren, von denen du nicht einmal zu träumen wagst. Nicht mal in Albträumen. Suche die... die Larve des letzten lebenden Metroiden und bringe sie in Sicherheit. Fantastische Grafik, unglaublich realistische Animationen und ein Soundtrack der Extraklasse sorgen für ein Videospielerlebnis, das unter die Haut geht. Ja, sehr cooles Teil und ich würde sagen, wir steigen mal ein. Nintendo Presents Metroid 3. Ja, das kam, wie gesagt, wie man auch schon sieht, 1994 raus. Es ist das dritte in der Serie. Das erste gab es auf dem Nintendo Entertainment System, auf dem normalen NES-System. Das zweite war dann auf dem Game Boy, hieß dann Return of Samus oder Samus Return, Metroid 2 auf jeden Fall. Und ja, Super Metroid auf dem Super Nintendo Entertainment System. Wie ihr hier seht, haben wir drei Speicherplätze. Ich werde jetzt mal den zweiten nehmen und bei 0 anfangen. Wir haben hier Start Game, German Texte, Controller Settings und Special Setting Mode. Wir können mal den Moonwalk einschalten. Der ist ganz cool. Und wir starten das Game. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Ja, das war's jetzt auch schon mit Lyrics oder gesprochenen Text im Spiel. Wie ihr seht, hier habe ich die deutsche Version, also beziehungsweise die PAL-Version, wo ich einen deutschen Untertitel habe.
Ich lese jetzt auch nur den Deutschen vor. Im Englischen sagt er, also wird noch viel mehr gesprochen und es ist ein bisschen detaillierter, aber zum Verständnis reicht das Deutsche. Auf Seebels bekämpfte ich die Metroids und ihren Anführer Mother Brain. Ja, das sind so Rückblenden, wie das damals ausgeschaut hat. Als nächstes musste ich die Metroids auf ihren Heimatplaneten, auf ihrem Heimatplaneten SR388 ausrotten. Also hier wird ein bisschen die Vorgeschichte erzählt, was so im ersten Metroid war und im zweiten. Ein letztes Exemplar der Metroids brachte ich zur Forschungsstation Ceres. Dort entdeckte man die Metroids als alternative Energiequelle. Ja, wie das so ist, wenn man Profit aus irgendwas zu schlagen versucht, läuft es meistens schief. Nachdem ich Ceres verlassen hatte, erreichte mich ein Hilferuf. Die Forschungsstation wurde angegriffen. Also, eilen wir zurück auf die Forschungsstation. Forschungsstation. Die Forschungsstation ist eigentlich nur ein Prolog. Zu dem Ganzen. Um ein bisschen Steuerung und also man kann schießen. Man kann den Moonwalk machen. Das ist. Und springen. Ich spiele das Ganze übrigens mit dem Honeybee Super NES Controller. Der ist ein bisschen sticky, der ist nicht so gut wie ich gedacht habe. Hier sieht man übrigens, wo das Metroid gefangen war, dass es ausgebrochen ist und daneben liegen dann die Leichen von den netten Wissenschaftlern. Oben links sieht man, wie viel Energie ich habe. Oh, ich habe den Metroid gefunden. Da steht er. Ich gehe mal zur Seite, weil... da ist er nämlich. Unser kleiner Hühnerschrecker. Ups. Ja, wie schaue ich denn jetzt noch? Ich glaube, man kann da gar nicht drauf gehen. Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber hier sehen wir,
wie unser Medrit geflohen ist. Sofortige Evakuierung der Raumstation. Wenn ich noch eine Minute Zeit habe, aus der Raumstation zu verschwinden. Oben rechts sieht man jetzt neben der ablaufenden Zeit, haben wir noch vorhin gesehen, eine Karte von dem und die zeichnet sich automatisch in dem Moment, wo ich irgendwo durchlaufe, ist das dann so rot hinterlegt. Zeit. Das war es auch schon, mal 25 Sekunden hätten wir Zeit gehabt. Aber wir fliegen jetzt erstmal von der Raumstation. Von der Forschungsstation, sorry. Planet Cebes. Da geht es jetzt weiter. Und jetzt fängt eigentlich das Spiel richtig an erst. Und ich denke, ich werde euch da die erste Sektion zeigen von dem Ganzen. So, ich laufe jetzt mal kurz nach rechts. Da seht ihr nämlich gleich, dass wir hier nicht weiterkommen. Aber es geht weiter. Und zwar brauchen wir eben eine spezielle Ausrüstung, die wir, wenn wir nach links laufen, früher oder später finden werden. Zack. Die blauen Tore gehen mit einem normalen Schuss auf. Und hier sieht man schon, hier sind so kleine Durchgänge, da komme ich nicht durch. Aber da komme ich später durch, wenn wir nämlich den Morphball von Samus haben. Ja, hier auch. Ihr seht's, hier könnte ich theoretisch rein, aber praktisch nicht. Rote Tür. Habe ich noch keine Chance. Da komme ich zwar jetzt rein, aber dahinter geht es dann gleich mal nicht weiter. Deswegen gehen wir raus und gehen wir gar nach ganz unten. Wo es dann auch weitergeht. Ich finde, das Ganze ist wirklich super gezeichnet. Die Soundeffekte sind eigentlich auch richtig gut gemacht. Wenn man das alleine spielt, im abgedunkelten Raum. Ist das schon richtig stimmig. So, jetzt haben wir einen Aufzug gefunden. Ich laufe erstmal nach links. Da liegt nämlich unser Morphing-Ball, mit dem wir uns nämlich klein und größer machen können. Und dann durch die kleinen. Da ist noch so ein. Ne? Und hier seht ihr schon, das ist der Morphing-Ball. Indem wir, wie ihr seht, ein bisschen weiterkommen hier.
Und wir haben Missiles. Ja, diese Missiles brauchen wir, um die roten Tore aufzumachen, die wir vorhin gesehen haben. So, rotes Tor. Zu den Missiles schalten wir mit der Select-Taste um. Ihr seht dann, die werden oben grün. Und so ein rotes Tor braucht 5 Missiles. Ja, das waren auch unsere Missiles, die wir bekommen haben. Alle weg. Aber nicht so schlimm. Hier sind wieder welche. So, hier geht es nicht weiter, das heißt, wir müssen wieder zurück. So. Und da erwarten uns schon unsere Freunde. Ups. Den wir aber ziemlich schnell kurzen Prozess machen, weil die nicht wirklich was können. Ihr seht jetzt, links, wie gesagt, meine Energie ist auf 99, also volle Energie. Und meine Missiles, ich kann 10 Missiles in mir rumtragen. Sind alle 10 da. Also das Spiel ist in diesem Level noch sehr freundlich. Mit anderen Worten, man kann ganz einfach mit diesen Feinden, die da jetzt auftauchen, sich hochleveln, falls einem etwas fehlt. Ah ja. Zeige ich euch mal. Hier kommen wir nämlich gar nicht weiter, weil hier so Steine sind. Da brauchen wir nämlich Bomben, die wir mit unserem Morphball abwerfen können. Ups. Jetzt seht ihr, meine Energie ist auf 94, aber schaut mal, was passiert, wenn ich den hier abschieße. Und den hier. Genau. Die stellen mir schon gleich wieder Energie bereit. Wie gesagt, ich möchte den ersten Sektor mit euch komplett durchqueren. Oder das, was ich jetzt als ersten Sektor bezeichne. So, bis jetzt hatten wir bei unserer Karte oben nur rot markiert, wo wir durchgelaufen sind.
Jetzt sehen wir auch die anderen Areale als blau. Praktisch da, wo wir noch nicht waren, das ist blau. Ihr seht auch, der vorhin grün war, rot war, das Tor, ist jetzt blau. Da kommen wir immer noch nicht durch. Aber da kommen wir jetzt rein. Wir brauchen wieder die Missiles. 5 Stück. Mal rein. Wobei ich weiß, dass ich die gleich trotzdem wieder brauchen werde. Sehr schön, hier wird jetzt die Bomben bekommen. Tja, ich komme hier aber nicht mehr raus. Warum? Oh, schaut, was da passiert. Erster Zwischengegner. Und geschafft. Der füllt uns natürlich wieder gut auf. Und was wir jetzt haben? Bin verschwindet hier. Mit unseren Bomben kommen wir auf die verschlossene Areale.
Wie zum Beispiel. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie ich das zeige, aber egal. Ich habe gesagt, ich möchte euch. Erste zeigen, also zeige ich euch das erste. Den ersten Sektor sozusagen. Aber hier haben wir nämlich eine grüne Tür, wo ich gar nicht reinkomme. Hier ein bisschen rumspringen, aber im Endeffekt können wir hier nicht allzu viel machen. Weil wir durch die grüne Tür noch nicht kommen. Aber da unten gab es ja noch was. Falls ihr euch erinnert. Und zwar konnten wir hier nicht durch. Oh, nee, da war ich noch gar nicht. Das ist ein Speicherpunkt. Ja, komm. Ach nee, den nehmen wir danach. Aber hier rein wollte ich ja nicht. Jetzt habe ich die Bomben. Und komme da vorbei. Um mir ein paar Missiles zu holen. Ihr seht oben rechts, dass es ein Punkt ist. Warte mal, wenn ich auf die Karte gehe, dann könnt ihr nämlich erkennen, dass die, wo ich eingesammelt habe, ich glaube, ich muss da kurz mal raus, der ist jetzt noch ein Punkt. Wenn ich da rausgehe. Okay, klappt nicht bei allen, aber. Ah ja, genau. Also S steht für. Ups. Safe Station. Ja, wir speichern mal. Ich überlege gerade, oh ja, das war es eigentlich schon. Weil. Ich zeige euch mal, wo es dann weitergeht noch, aber das war es dann auch schon. Also hier wird nochmal gespeichert. Was auch schön animiert worden ist. Und damit ihr jetzt nicht allzu lang sucht, zeige ich euch, wo es gleich weitergeht. Wir den weiter spielen würden, was wir aber nicht machen. Und zwar hier geht es weiter. Muss noch eine Tür kommen, die mir ich den kann. Hier. Sieht dann so aus, dass wir da oben sind. Und eigentlich jetzt glaube ich alles schon mal abgeklappert haben, was wir abklappern konnten. Und da hinten geht es dann weiter. Wo ich aber sagen würde, das ist der nächste Sektor. Und ich lasse euch mal reinlugen, aber wir werden da nicht weiterspielen.
Schöne Hintergrundgrafik. Neue Feinde. Einmal frei. Super Metroid von Nintendo für das Super NES. Ist auf jeden Fall eine Runde wert. So, ihr Kekse, das war's von mir. Und man spielt sich.